Packe mein Auto nie an, du Vogel. Es sind immer die gleichen, die hier irgendwelche Fotos machen müssen. Das finde ich, nee, keine Ahnung. Die müssen allein schon von meinem Auto, müssten die jetzt zu Hause, keine Ahnung, 300.000 Fotos haben. Übrigens, wir fahren jetzt mal ein 400er Plus Rennen und wie ihr sehen könnt, ja, fahre ich heute mal mit dem BMW wieder. Haben wir mal gedacht, wir können ja auch mal wieder mit dem BMW fahren. Der hat jetzt gerade auf der Brücke gebremst, okay. Hat der wohl Angst gehabt, dass der ein Auto crasht. Oh, leck. Okay, so. Alter, Mädel. Was willst du eigentlich von mir? Bleib doch mal auf deinem zweiten Platz. Der ist ja mal voll nervig, der Typ. Oh, der ist ja richtig scheiße geflogen. Tja, da hatte der mal kurzweilig einen Höhenflug und dann... Oh, hallo. Oh, hat der gerade einen Unfall gebaut? Ich glaube, der hat einen Unfall gebaut. Das finde ich schön, sowas. Du hast erfreut mein Gemüt. Okay, okay, okay. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ich habe halt Angst, dass er auf dem zweiten Platz ja gleich nochmal richtig Gummi gibt. Mich dann noch irgendwie am Ende überholt. Das muss ja nicht sein, ne? Den Typen wird man die Dame wird man auch nicht los, ne? Der hat eine Mission. Aber die soll ich schon zufrieden geben. Auf dem zweiten Platz ist doch auch schön. Alter! Mädel! Ich bin so dumm. Oh nee, ey, wie dumm kann man denn sein? Natürlich fahre ich geradeaus. Man kann ja, was ich ein bisschen schade finde, solche Rennen kann man ja nicht einfach neu starten, also in der Nacht. So doof. Der dritte Mann, ey. Vor allem, das ist so traurig, das hätte eigentlich der erste sein können, ne? Hier ist auch noch ein 400er Rennen.
Es hätte der erste sein können. Wäre ich nicht gefahren, kein Problem, aber da ich ja gefahren bin, ein großes Problem. Nennen. So, jetzt müssen wir hier mal zeigen, ne? Dass wir scheiße sind. Mann, ey. Naja, da räume ich das Feld von hinten auf. Kann ich ja so gut. Ich weiß zumindest, was wir in der nächsten Nacht machen werden. Wir werden in der nächsten Nacht wieder die Rennen fahren, weil ich hier den ersten Platz einsahen möchte. Bitte. Wenn ich hier weiter so scheiße fahre, bleibe ich auf meinen Achten. Dachtest du, du kannst mir entkommen? Ach, Alter, geh mir jetzt nicht auf den Sack. Danke. So, zwei Plätze schon mal gut gemacht. Alter, die gehen mir auf den Sack. Jetzt mal ohne Spaß, die nerven ja mal mega. Den vierten können wir noch bekommen, denke ich mal. Den dritten ist auch gar... Alter. Ich bin jetzt extra zur Seite gefahren, weil ich vorne gesehen habe, dass die zwei Jungs Platz gemacht haben. Da konnte ich mir irgendwie denken, okay, da wird ein Auto in der Nähe sein. Ja komm, gib mir wenigstens noch den dritten. Nee! Ach Mann, ey. Das heißt, wir können ja eigentlich jetzt schon ein Rennen fahren, ne? Die Stufe 3 Rennen. Ich bin gerade am überlegen, wo das Rennen ist. Hier ist 5, da ist 3.
Oh Mann, Mutti. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt hier gleich auf eine Streife treffen, aber scheint nicht so zu sein, okay. Nee! Okay! So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir gut fahren. Dass wir ein schönes neues Teil bekommen und dann müssen wir, denke ich mal, noch zwei Teil Rennen fahren, also zwei oder ein Rennen, dass wir danach direkt Heatstufe 5 Rennen fahren können und vielleicht schaffen wir das, diese Nacht mal wieder Teile mit nach Hause zu nehmen. Wenn nicht, wäre ein bisschen doof. So, jetzt bleibt mal hier schön hinter mir. Hallo. Nein, ich will gar nicht verfolgt werden. Ich fahre hier gerade ein illegales Straßenrennen. Sorry. Ihr dann ja zufälligerweise in der Nähe seid, da kann ich ja nichts dafür. Aber sieht gut aus, ne? Also wir dürfen jetzt keinen großen Fehler machen. Wenn wir jetzt keinen großen Fehler machen, landen wir auf Platz 1. Das heißt, ich bin der Fahrer, das heißt also, wir machen einen großen Fehler und wir landen nicht auf Platz 1. Ehe. Okay, wir können jetzt mal ein bisschen... geben. Hallo Polizei. Tschüss Polizei. Ich hab Termine. Hey, hast du kleine Arschläge gefunden? Ich hab sie gefunden. Oh, das war... Was war nochmal mit großem Fehler? Oh, es ging noch. Ich muss sagen, mit dem BMW zu fahren ist ein bisschen smarter. Also, ich finde, das Beschleunigungsgefühl ist beim BMW irgendwie angenehmer. Klingt total bescheuert, aber ziemlich angenehmer. Die Lenkung ist filigraner. Ne, obwohl ich glaube, wir müssen selber Reifenprofil drauf haben beim Nissan. Und irgendwie, keine Ahnung, alles finde ich ein bisschen beim BMW schöner. Okay. Achso, okay. Wie viel haben wir noch?
Die Hälfte müssen wir noch machen. Okay. Wo ist denn das Heat? Da unten, ne? Was ist denn das für ein Rennen? Naja, das bringt mir nichts. Ja, das könnte man fahren, das ist okay. Zumindest näher als das Rennen, was ich jetzt hier gefahren wäre. Miau. Ich dachte erst, ich kriege jetzt einen Erfolg, dass ich irgendwie, weiß nicht, alle Dings habe, alle Teile habe. Aber macht ja keinen Sinn. Wir haben ja, glaube ich, noch. Boah, ich glaube, drei Teile sind, glaube ich, noch. Ja, geschlossen. Verborgen. Nicht freigeschaltet. Genau das Wort habe ich gesucht. Nicht freigeschaltet. Geil ist immer, es steht halt immer bei jedem, nach jedem Heatrennen, brandneues Teil. Und sehr oft, also wir hatten das ja jetzt schon, ich glaube, zweimal, haben wir irgendwie dasselbe Teil bekommen. Gut, er ist da außen, das ist okay. Dürfte mich hier eigentlich nicht sehen. So, okay. Wir dürfen uns natürlich nicht so einen Fehler wie in der letzten Folge erlauben, ne? Das war ja ein ganz kleiner Fehl, aber nur ganz klein war der Fehl. Okay, so, gucken wir mal, ne? Lasst mich vorbei, ich bin Arzt. Alles klar? Ihr illegalen Rennfahrer, interessiert euch nicht. Hey, ganz ehrlich, was kann ich jetzt dafür, dass ein Polizist irgendwo gecrashed ist und sich selber kaputt gemacht hat? Finde ich geil, dass ich dafür sozusagen mehr Heat bekomme. Ist zwar cool, weil ich will ja Heatstufe 5 erreichen, aber es macht doch, Alter. Überall Platz, ne? Und ich ramm das Auto. Ist zwar, wie schon gesagt, cool, ne? Weil man da relativ schnell Heat sammelt, aber macht irgendwie wenig Sinn. Kennt ihr das, wenn ihr so mega fokussiert seid und alles irgendwie um euch herum vergesst? Das ist bei mir 24/7, ne? Also ich bin immer übelst mega fokussiert auf Dinge, die eigentlich total Spaß sind. Gestern zum Beispiel auf Arbeit war ich irgendwie mega fokussiert auf so eine Fliege. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe die ganze Zeit beobachtet. Wir hatten auf Arbeit so eine dumme Fliege und die habe ich halt die ganze Zeit beobachtet. Ja. Und irgendwie habe ich dann alles ringsherum vergessen und witzigerweise hat ganz ein Kollege mit mir gesprochen. Und ich, also was heißt ganze Zeit, also ein paar Sekunden. Und ich war so fokussiert, selbst das habe ich gar nicht mal mitbekommen. Also selbst das habe ich irgendwie ausgeblendet, dass er mit mir gesprochen hat. Und so fokussiert bin ich gerade hier auch hier beim Rennen. Also neben mir könnte jetzt hier wesentlich in den Einbrecher stehen, würde ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Ist halt wirklich so.
Okay. Guck mal, das Rennen ist ja hier in der Nähe. Wir müssen halt nur darauf achten, dass wir jetzt nicht unbedingt in so eine Streife reinfahren. An alle Einschränkungen. Wir geben die Verfolgung auf. Keine Ahnung wie, aber die Kurse sollen entkommen. Ihr habt die Verfolgung noch nicht mal angefangen und wollt die Verfolgung schon aufgeben, ey. Lappen. Nichts könnt ihr. Oh, komm. Oh, ich dachte wirklich gerade, ich schaff's nicht mehr. Oh, boah, krass. Mutti. Mach doch nicht sowas, ey. Okay. Sowas hält mein Herz nie aus. Okay, so. Konzentrieren. Und gucken, dass wir jetzt auf den ersten kommen. Wäre natürlich sehr schön. Raketenstart. Das ist halt so doof, wenn man Nitro gibt und man absolut 0,00% mehr lenken kann. Das ist echt, war jetzt nicht so schlau von mir. Obwohl die Strecke ja eigentlich ziemlich breit ist. Aber ich schaff's immer wieder, wenn ich Nitro gebe, die Autos zu rammen. Oh wow. Ey, da war ich kurz, weil ich scheiße auf dem zweiten. Das hat mich jetzt gerade mega irritiert. Jo, hi. Da sind wir auf dem ersten, ne? Müssen wir natürlich jetzt auch halten. Nein, seid ihr nicht. Ich bin der Günther. Hallo. Ich habe eine Schwangere hinten drin. Sorry, dass ich mal ein bisschen schneller fahre. Ist halt so, ne? Guck mal, ich habe jetzt eine Schwangere hinten drin. Ich muss ganz schnell ins Krankenhaus. Und ja, gut, wenn man nebenbei ein Rennen fahren kann, ne? Wenn ich mir nebenbei fragen kann, so, jo. Wollte schnell ein Rennen fahren. Kann man ja kombinieren, ne? Geld verdienen und die Frau schon schnell ins Krankenhaus bringen. Warum denn nicht? Das läuft relativ gut, muss ich sagen. Wo ich am Anfang extrem beschissen gefahren bin und ich dachte wirklich, da schaffen wir nichts, ne? Lol, war da nie ein Polizist? Achso, boah. Krass, der ist gerade in dem Moment reingefahren. Ich dachte, der steht an der Tankstelle. So, und wir werden jetzt sowas von nach Hause fahren. Das könnt ihr mir glauben. Hier. Thank you.
Ach so, Polizist, ne? Ja. Du Schlawino, du. Hab dich doch gesehen, Mensch. Guck mal, hier ist ein Dings. Ein Versteck. Der wurde sowas von vorgeführt. Habt ihr den Wagen überhaupt ernsthaft verfolgt? Nein, haben wir nicht. Verstanden. Dann schnappen wir uns. Oh, dann nehmen wir doch das Versteck, ey. Selbst wenn man in der Liga ist. Boah, krass. Also zwei, vor allem zwei seltene Erfolge. Zwei Stück, ne? Seltene. Hast du einflussreiche neue Freunde? Ich darf dir jetzt nämlich weitere Teile verkaufen. Ich glaube, warte mal. Ah, nee, nee, hier fehlt noch. Guck mal, ein Teil fehlt noch. Oder? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Haben wir auch alles? Haben wir auch alles? Haben wir auch alles? Na gut, hier sowieso. Ein Teil fehlt uns noch, ne? Dann haben wir's. Oder? Hier haben wir auch alles. Ja, hier sowieso. Ja, cool. Ein Teil und dann haben wir's. Das heißt, wir machen noch ein Nachtrennen und dann werden wir einfach nochmal eine Ehrenrunde mit Nissan fahren. Tagsüber. Und ja, wenn wir Glück haben, sind es nur noch zwei Folgen. Wenn ich Pech habe und ich mich in der nächsten Folge wieder total idiotisch anstelle, sind es drei Folgen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.